Das sind Klänge speziell komponiert für Katzenohren, Harfen, die an zwitschernde Vögel erinnern, unterlegt mit einer Art Katzenschnurren aus dem Computer. Für manche Miezen sorgt das offenbar für Entspannung pur. Auf Menschenmusik reagieren Katzen meist nicht, so der US-Komponist David Tai. Und so möchte er den Samtpfötchen was Eigenes auf die Ohren geben. Ich mache Musik für Katzen, weil ich wissenschaftlich glaubwürdige Musik für so viele Tiere wie möglich machen möchte. Katzen waren meine erste Wahl, da uns Haustiere erlauben, die Musik mit ihnen zu teilen, anders als zum Beispiel Elefanten. Eine Studie gibt dem Profi-Cellisten recht. 77% der Stubentiger zeigten positiv erregte oder entspannte Reaktionen auf die Katzenklänge, während nur 38% auf Menschenmusik ansprangen. Jetzt möchte David Tai ein ganzes Album aufnehmen, das Miezen zum Schnurren bringt. Einen Haken hat die Katzenmusik allerdings, auf uns wirkt sie befremdlich. Deshalb möchte Tai noch Frequenzen für Menschenohren einbauen, damit wir auch gemeinsam mit unseren Lieblingen entspannen können.